Zum zweiten Mal präsentiert das Museum für Naturkunde die Ausstellung Art und Vielfalt – Impressionen aus der Tierwelt. Vor zwei Jahren, 2008, hatten wir schon eine Reihe von Künstlern hier in Magdeburg versammelt und jetzt, 2010, gibt es wieder wunderschöne naturrealistische Bilder und Plastiken aus der Tierwelt zu sehen. Wir haben 150 Kunstwerke hier versammelt in den Räumen des Museums von verschiedenen Künstlern aus Deutschland, ein Künstler auch aus den Niederlanden. Und Ziel ist es, Bilder hier zu zeigen, Künstler zu fördern, die die Tierwelt naturrealistisch darstellen, weil das für die Naturkunde auch eine große Bedeutung hat. Zum Beispiel die neue Afrika-Anlage hat so ein wunderschönes Hintergrundbild von dem Uwe Thürnau, der hier als Künstler auch vertreten ist. Und Bestimmungsbücher, Naturbücher für Kinder brauchen solche Bilder. Und so möchten wir diese Kunstrichtung weiter fördern mit dieser Ausstellung. Im Ausland, in den Niederlanden, in Großbritannien gibt es schon derartige Ausstellungen. In Deutschland fehlt noch so ein Forum. Also, es fällt einem schwer, bei diesen vielen wunderschönen Bildern wirklich ein Lieblingsbild auszuwählen. Mein Lieblingsbild befindet sich hier im Hintergrund. Das ist also das Bild einer Schneeleopardenfamilie von Eugen Kisselmann, der in wunderschöner Genauigkeit die Felsen, die Flechten auf den Felsen dargestellt hat. Das Morgenlicht, das auf diese Familie scheint und vielleicht ja die Schneeleopardenmutter, die sich jetzt auf die Jagd begibt und ihre Jungen verlassen muss, also szenisch sehr schön festgehalten, das Verhalten der Tiere und diese Landschaft, in der diese seltene, vom Aussterben bedrohte Tierart lebt. Also wir haben direkt aus Magdeburg und dem Umland zwei Teilnehmer, zum einen die Ute Bartels, eine herausragende Künstlerin, die sich schon bundesweit einen Namen gemacht hat als Naturmalerin. Sie hat eine besondere Technik, sie malt in Seide. Und ihre Motive sind nicht die großen Wildtiere, sondern sie wählt auch kleine Tiere. Zum Beispiel den Biber, den Igel, die kleine Haselmaus. Und das sind wunderschöne Motive, die sie darstellt. Und ja, die kann man also hier auch in der Ausstellung sehen. Zweiter Künstler aus dem Umland ist Andreas Seidel. Er macht Plastiken und hat hier mal die Nashörner als Motiv gewählt. Und man sieht hier im Hintergrund also eine Nashorngruppe. Und er möchte auf diese vom Aussterben bedrohten Tiere besonders hinweisen. Ich finde das sehr schön, wenn die Natur nicht einfach bloß so, das ist ein Baum, das Gras und da steht irgendwann, weiß ich was, ein Reh. Und mehr ist es eben nicht, langweilig. Also wenn die Natur so ein bisschen zum Fantasieren anregt, wenn ein bisschen Geheimnisse dahinter stecken. Finde ich eigentlich sehr schön.